Diese Folge von Deist wird unterstützt und präsentiert von Taschengelddieb.de. Die nächsten 30 Minuten sind nicht von Pappe, ein bisschen gummiartig vielleicht, aber eigentlich wollen wir doch alle nur nach Tamriel. Ich bin Dennis und das ist Deist. Hallo Internet, nach diesem sehr interessanten Code-Opener begrüße ich euch zu einer halben Stunde Tabletop hier auf Rocket Beans TV und natürlich auf YouTube bei Deist, der Sendung über Tabletop- und Miniaturenspiele. Ja, heute habe ich einiges in petto, das habt ihr da ein bisschen komisch vielleicht gehört. Ich würde aber mal sagen, weil ein Spielbericht mit bei ist, fasse ich mich jetzt ein bisschen kürzer. Empfehle aber allen Leuten, die keine Ahnung haben vom Tabletop oder was das überhaupt ist, diesem QR-Code da oben zu folgen. Dann kommt ihr nämlich zu einigen Videos, die euch das Hobby erklären. Die News werden euch präsentiert von brückenkopfonline.com. Endlich ist es soweit. Nach einem Rollenspiel und mehreren Comics kommen nun endlich auch Romane im Infinity-Universum heraus. Dazu ist Corvus Belli eine Kooperation mit Hussar Publishing eingegangen. Shut up and take my money, würde ich sagen, denn die Welt, in der Infinity spielt, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, jetzt dürfen die Bücher nur kein Müll werden. Die englische Webplattform und YouTube-Kanal On Tabletop, ehemals Beasts of War, gibt bekannt, dass die Marke an Waylet Games verkauft wurde. Das Team wird weiterhin an dem Format arbeiten. Interessant ist allerdings, dass die sich 2013 erst von Waylet Games trennten. Aber es ist schön zu sehen, dass man dennoch wieder zusammenfinden kann. Am 31.10. feiert Games Workshop ihren Warhammer Day 2020. Dafür gibt es wie immer auch eine limitierte Figur, und zwar den Space Marine Chaplain in Terminator-Rüstung. Den bekommt man vom 31.10. bis zum 8. November in den Läden und auf der Website. In der Vergangenheit habe ich in einem Vlog auf meinem YouTube-Kanal davon gesprochen, dass ich sehr stark überzeugt bin vom Pappgelände. Und nun ja, dieses Pappgelände, was ich nun auch mehrfach auch in den Spielberichten, auch in dieser Folge wieder benutzt habe, nun, das habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut, um euch ein Review und eine Meinung zu geben. Ich meine, das Ergebnis kennt ihr ja, aber vielleicht jetzt auch nochmal professionell. Am 28. August 2020 veröffentlichte ich einen Vlog, in welchem ich davon erzählte, dass ich überzeugt sei von Pappgelände. Nun, viele sagten vollkommen zu Recht, dass ich das Zeug doch mal zeigen sollte. Dafür sind natürlich meine Vlogs nicht da, denn ich hatte mir vorher schon gesagt, dass ich jetzt einen Beitrag dazu mache. Ich hatte 2019 beim Kickstarter von Battle Systems mitgemacht, da ich das Fantasy Village-Gelände ziemlich interessant fand. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich im Laufe der letzten Jahre für verschiedene Szenarien relativ gutes Spielgelände angesammelt habe, aber für ein klassisches Fantasy-Setting hatte ich absolut gar nichts mehr. Das kam daher, dass ich irgendwann meine alten Sachen aussortiert habe und das alte Fantasy-Gelände bei mir echt kaputt war. Ja, und da ich auf Messen das Science-Fiction-Gelände von Battle Systems immer mega interessant fand, dachte ich mir, schlag da auch mal zu. Im Sommer 2020 kam dann mein Paket mit diversen Geländebausätzen aus Produkter Pappe an. Und nach anfänglicher professioneller, aber eher neugieriger Skepsis war ich doch relativ begeistert. Gut, dann fangen wir doch mal am Anfang an. Jeder Bausatz besteht aus zwei Elementen: den Pappbögen, aus denen die Bauteile herausgelöst werden müssen, und den Verbindungsstücken aus Plastik. Diese kommen in unterschiedlichen Formen: Kreuze, Geraden und diverse Winkel. Die Pappbögen sind vorgestanzt und somit easy von den Bauteilen zu trennen. Die Qualität ist dabei vergleichbar mit Markern aus dicker Pappe von Brettspielen, nur ohne Maserung, sondern mit glatter Fläche. Dies hat natürlich den Vorteil einer gewissen Stabilität, aber auch den Nachteil, dass hier und da beim Rausstanzen etwas vom Druck abgerissen werden kann, wenn man nicht ganz aufpasst. Der Druck an sich ist enorm gut, sehr hoch aufgelöst und einigermaßen realistisch. Wenn man sich die Wände einzeln anschaut, wirken die Grafiken irgendwie ein kleines bisschen billig und steril. Sind die Häuser allerdings erstmal zusammengebaut, ergibt sich ein weitaus stimmigerer Eindruck. Dennoch bleibt immer etwas der Computergrafik-Look, da auch kaum Schattenwurf oder eine Verfärbung mit aufgedruckt sind. Dadurch bleiben die Häuser aber schön neutral. Ja, aber auch wie gesagt, ein kleines bisschen steril, vielleicht hier und da auch etwas zu überdetailliert. Die Plastikteile nutzt man dann, um die Pappelemente zu verbinden. Dazu sind Schlitze in die passenden Stellen der Pappe eingeritzt. In diese werden also die Verbindungsteile gesteckt und so baut man Wand für Wand, Teil für Teil sein Häusle zusammen. Sehr schön ist, dass Türen und Fenster so vorgestanzt sind, dass man diese öffnen und schließen kann. Eine kleine nette Spielerei, die aber gerade bei Skirmish-Spielen interessant sein dürfte. Als großen Nachteil empfinde ich allerdings, dass einige der Schlitze an den Pappelementen nicht groß genug ausgeschnitten sind. Dadurch muss man
manchmal etwas mehr Kraft einsetzen, als es für die Teile gut ist. Mir ist es tatsächlich leider ab und an passiert, dass ein dünnes Teil dadurch abgeknickt ist. Und ist Pappe erst einmal geknickt? Nun ja, selbst wenn der Druck nicht zerrissen ist, leidet zumindest die Stabilität. Diese ist aber ansonsten enorm gut. So ein Haus mit vier Wänden, Boden und Decke hat genügend Verbindungselemente, dass die Stabilität für das Gewicht von Spielfiguren durchaus reicht. Jetzt sollte man vielleicht nicht unbedingt einen alten 40k Cyborg aus Vollgussmetall in den zweiten Stock eines Hauses stellen und sich dann darauf abstützen. Aber für die normale Spielnutzung passt das wirklich allemal. Der Zusammenbau kann aber etwas Zeit dauern, denn im Gegensatz zum Sci-Fi-Gelände vom Battle Systems braucht es hier etwas mehr als einfach nur Fantasie für coole Strukturen. Eine Bauanleitung ist aber leider nicht enthalten. Das empfand ich als ziemlich ärgerlich. Auf dem YouTube-Kanal des Herstellers gibt es aber Videos als Bauanleitungen, welche auch ohne des Englischen mächtig zu sein, relativ gut verständlich sind. Der Hersteller preist sein Gelände als sehr platzsparend an, da man es ja ohne Kleber zusammenbauen kann, dann kann man es ja auch leicht wieder auseinanderbasteln. Tatsächlich würde das sehr viel Platz sparen, aber ehrlich gesagt kann ich das ständige Auf- und Abbauen nicht empfehlen. Erstens leidet das Material dadurch enorm und sieht sehr schnell nicht mehr gut aus. Und zweitens dauert der Zusammenbau für einen Spieltisch mal eben relativ lange, daher lagerrichtige Gebäude zusammengebaut. Dann ist so ein Spieltisch auch schön schnell und variabel zusammengestellt. Auch funktioniert die Kombination mit 3D-Gelände überraschend gut, wie ich schon bei einigen Spielen ausprobiert habe. Auch ziemlich gut ist es, dass die Gebäude voll bespielbar sind. Jedes Stockwerk und die Dächer sind abnehmbar, wenn man diese nicht festklebt, was einem sehr viel mehr Spielfläche liefert. Mein Highlight ist aber ein anderes. Ich hatte etwas mehr Geld ausgegeben und noch gleich die schneebedeckten Dächer geordert. Das sind Dächer, ja, mit einer Schneegrafik, die von Form und Anzahl zu den Häusern im Village Pack passen. Einfach die Dächer austauschen und auf eine Schneeplatte oder Matte legen und wow, das sieht in der Tat wirklich sehr viel besser aus als ohne Schnee. Das Witzige an dem gesamten Konzept ist allerdings, dass einem die Verbindungsstücke irgendwann kaum noch auffallen und das, obwohl sie wirklich prägnant grau oder braun sind. Natürlich sind diese Sachen aus Pappe kein qualitativer Vergleich zum liebevollen Selbstbau oder zu Bausätzen aus Kunststoff, Resin oder MDF. Dafür haben sie aber zwei enorme Vorteile. Erstens die zu investierende Zeit und zweitens der Preis. Man muss die Teile nämlich nur zusammenstecken und nicht mal mehr bemalen. Fast schon Plug and Play. Und der Preis ist tatsächlich eine Ansage. Das komplette Village-Set, mit dem man einen 48x48 Zoll großen Spieltisch wirklich komplett dekorieren kann, liegt laut Hersteller bei knapp 80 britischem Pfund, inklusive Zäune, See, vollbespielbaren Häusern und passenden Möbel für die Häuser. Und ich bin mir sicher, dass ihr das Material bei deutschen Händlern deutlich günstiger bekommt. Ich habe mir jetzt natürlich nur das Village-Set angeschaut. Es gibt aber auch noch Festungen, Friedhöfe, Fantasy-Ruinen oder Science-Fiction-Gelände. Alles im 28 bis 32 mm Maßstab. Ja, ich bin nach meinen ersten Gehschritten sehr, sehr angetan von dem Gelände. Aufgrund eines Unfalles mit meiner Transportbox gab es schon einige Blessuren an einzelnen Teilen, aber in der Gesamtmasse fällt das dann kaum noch auf. Meine Mitspieler waren übrigens auch alle sehr begeistert von der Qualität, als sie das Gelände mal in Action gesehen haben. Aber gut, jetzt genug von mir. Was ist jetzt euer Eindruck, nachdem ihr das mal gesehen habt? Stimmt ihr mir zu? Gerade für Hobbyeinsteiger ist das ja die schnellste und günstigste Möglichkeit, an fertiges 3D-Gelände zu kommen und einen Spieltisch wirklich hübsch zu machen. Seht ihr das anders? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung. Die Firma Reaper Miniatures fand bei DICE bisher nicht allzu viel statt. Das liegt daran, dass Reaper Miniatures nicht unbedingt Wargames oder Tabletop an sich macht, sondern hauptsächlich Figuren ja, für Rollenspiele im Endeffekt produziert, weshalb sie auch unterschiedliche Ranges, unterschiedliche Designs und so weiter haben. Aber bei Rollenspielern sind sie sehr, sehr beliebt. Vor allem die Bones-Figuren, also das sind Figuren einer ganz besonderen Range aus einem ganz besonderen Material, die extrem günstig, extrem flexibel und schnell anzumalen sein sollen. Nun ja, und ich habe es jahrelang nicht geschafft, mir die irgendwie anzuschauen und habe gedacht, wenn du in so einem Laden bist, nimm mal zwei mit und hol das mal nach. Das folgende Video wird euch präsentiert von miniaturbemalung.de. Auf meinem Review-Tisch habe ich heute mal für mich etwas Besonderes. Zwei Figuren von Reaper Miniatures aus der Bones-Reihe. Aber warum denn jetzt besonders? Nun, für mich sind es tatsächlich die Umstände, unter denen ich zu diesen Minis kam. Denn normalerweise kaufe ich Miniaturen nur gezielt. Also wirklich nur welche, die ich gebrauchen kann. Also auch meistens Püppis für Spiele, die ich direkt spiele. Oder wenn ich sage, hey, für das folgende Spiel brauche ich das und das. Als ich aber letztens im örtlichen Spieleladen war, dachte ich mir, ach komm, für insgesamt 7 Euro nimmst du die mit.
Sowohl der Yeti-Krieger als auch der Chaosbrunnen kommen schon fertig zusammengebaut. Es muss also nichts mehr gesteckt oder geklebt werden. Allerdings sieht man die Klebelücken von der Werksfertigung relativ deutlich. Dies wäre also ein Ansatzpunkt für Modelliermasse, um das auszubessern. Was positiv auffällt ist, dass kaum etwas zu entgraten ist. Die Minis sind so fast schon bemalbereit. Das Material von Bones hat eine ganz besondere Besonderheit. Es ist nämlich enorm weich, fast schon gummiartig. Wenn die Minis mal runterfallen, dürfte da absolut nichts abbrechen. Was mich aber wundert, ist die Qualität des Gusses. Ich hätte echt gedacht, dass bei dem Preis und der physikalischen Beschaffenheit des Materials die Details keinen Eisbecher gewinnen werden. Aber holla! Das, was hier geboten wird, ist echt nicht verkehrt. Klar, das ist kein Resinguss von Mers Managers oder Metall von Corvus Belli, aber an viele Renetra-Plastikgüsse kommt das definitiv heran. Der Gusskontrast ist wirklich ordentlich, was man an dem Fell des Yeti und der Maserung des Brunnen sieht. Letzterer zeigt allerdings auch den Nachteil des Materials. Wenn es nämlich so dünn gegossen ist, verbiegt es sich sehr leicht und somit hat der Brunnen etwas Schieflage. Beide Miniaturen sind grundverschieden und da Reaper ja nun einen massiven Miniaturenkatalog hat, der unterschiedliche Designer, Stile und Stilrichtung mit sich bringt, kann man von den beiden Püpis nicht wirklich auf eine komplette Range schließen. Der Yeti-Krieger allerdings wirkt vom Design jetzt nicht unbedingt modern. Erinnert mich etwas an alte Armalion-Figuren, falls sie noch jemand kennt. Oder tatsächlich an, weiß nicht, sowas wie gummiartige Ü-Eier-Figuren. Denn seine Pose ist eher, seltsam. Genauso wie der Brunnen wirkt dieser etwas zweidimensional designt. Das macht mir beim Brunnen aber wenig aus, da dies ein kleines Szenerieelement ist, das man wunderbar in ein Geländestück verarbeiten kann, was ich in Zukunft auch machen werde. Zumindest sag ich das jetzt. Kommt das passiert? Weiß ich nicht. Die Bones-Figuren von Reaper sind für drei spezielle Zielgruppen interessant. Erstens, die Leute, die gerne Tabletop-Spiele spielen, die keine eigene oder keine komplette Range an Miniaturen haben und weniger unterschiedliche Modelle benötigen, wie zum Beispiel Frostgrave. Zweitens, Rollenspieler, die ihre Pen and Paper günstig visualisieren möchten. Und drittens, Tabletop-Einsteiger, welche das Malen üben möchten, aber dabei keine ihrer teuren Modelle als Testobjekte nutzen wollen. Und natürlich kommen noch die Sammler dazu, aber die sind ja immer dabei. Und ja, ich werde mir jetzt wohl mal häufiger die Sachen von Bones anschauen, denn der Preis ist echt eine Ansage. Mit 3,50 Euro für jedes dieser Modelle bewegen wir uns hier in einem ganz anderen Preisspektrum wie sonst in unserem Hobby. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr genauso überrascht? Habt ihr eventuell schon Reaper Bones Modelle bei euch zu Hause? Und wie sind eure Erfahrungen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie Gregor mich im Kickstarter der Woche dieses Mal wieder beleidigt. Ich sag schon mal, danke Gregor. Mehr Kickstarter der Woche für mehr figurenlastigen Content, dachte sich zumindest Gregor, als er sich den neuen Kickstarter der Woche rausgesucht hat. In diesem Fall muss er ehrlich zugeben, das Spiel, das dieses Mal vorgestellt wird, interessiert ihn nicht die Bohne. Die großen 10 cm hohen Minis dagegen schon sehr. Gatefall Lost in the North Woods ist eine erste Erweiterung zum Brettspiel Gatefall Chapter 1. Die Mischung aus Deckbilder und Dungeon Crawler mit Rollenspielelementen sieht sehr hübsch aus. Wie es sich spielt, kann Gregor allerdings nicht einschätzen. Es gibt aber auf der Kampagnenseite mehrere Videos, mit denen ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen könnt. Dafür ist die Handvoll Miniaturen echt hübsch und mit einer Höhe von 10 cm machen die Minis auch jenseits des Spieles echt was her. Und da Gregor ja ein Fan von Artbooks zu Brettspielen ist, hofft er, dass für dieses Brettspiel ein Artbook erscheint. Jenseits aktueller Kampagnen gibt es aber noch weitere Neuigkeiten im Crowdfunding-Bereich. Awaken Realms wollen ihren kostenlosen Pledge-Manager GameFound zur Crowdfunding-Plattform ausbauen und werden noch dieses Jahr die erste Kampagne über diese Plattform laufen lassen. Man darf gespannt sein, wie gut die neue Plattform aufgenommen wird, denn die Macher haben sich auf die Fahne geschrieben, die Kritikpunkte, die an Kickstarter geäußert werden, auf ihrer Plattform aufzugreifen. Nachdem in der letzten Ausgabe Steffen und Kai ihr allererstes Spiel in The Elder Scrolls Call to Arms gemacht haben, sind nun Steffbert und Stefan am Start. Und was da passiert und wie das ausgeht? Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Willkommen zurück in Tamriel, werte Abenteurer. Wir sind zurück bei der Road to The Elder Scrolls Call to Arms
von Deist. In dieser Reihe starteten Steffen, Steffbert, Stefan und Kai ihre Reise in das Miniaturenspiel aus dem Videospieluniversum von Bethesda Softworks. In den ersten beiden Folgen haben sie die Miniaturen ausgepackt und angemalt. In der letzten Ausgabe haben Stefan und Kai ihre ersten Schritte in diesem Tabletop gewagt. Und jetzt spielen Stefan und Steffbert gegeneinander. Da es für diese beiden ebenfalls das allererste Spiel ist, zocken sie mit den gleichen Vorzeichen wie die anderen beiden. Das heißt, dass sie mit 175 Punkten spielen, was der Inhalt einer Starterbox entspricht, minus einer Figur vom Gefolge. Auf der Seite des Imperiums, bzw. den Kaiserlichen, steht Steffbert. Seine Truppe wird von Hadvar, dem Held von Helgen, angeführt. Ihm zur Seite stehen eine imperiale Magierin sowie zwei Soldaten. Stefan auf der Seite der Sturmmäntel führt ebenfalls zwei Soldaten sowie den Helden Ralof ins Feld. Angeführt wird der Trupp von Irsarald Thrice-Pierce. Gespielt wird wieder die Mission This Land is Ours. Wie im letzten Match wird das Spielfeld geviertelt. Zwei Spielerviertel und zwei Schatzviertel. Wer am Ende der Runde mehr Figuren in einem Schatzviertel hat als der Gegner oder die neutralen Monster, erhält einen Siegespunkt. Hält man das gegnerische Spielerviertel, bekommt man zwei Siegpunkte. Vier Schätze liegen in den Schatzvierteln aus. Diese kann man untersuchen und mit etwas Glück findet man Loot, welchen einem das Spiel erleichtern. Beide haben sich jeweils eine Quest auferlegt, welche ihnen zusätzliche Siegespunkte bringen, wenn man diese erfüllt. Steffbert hat sich bei Kai inspirieren lassen und hat einen Sarg in seiner Aufstellungszone platziert. Durchsucht sein Gegner diesen bis zur sechsten Runde, erhält dieser einen Siegespunkt. Tut er das nicht, bekommt Steffbert selbst drei Siegespunkte. Stefan hat als Queste, dass er die Hälfte von Steffberts Figuren ausschalten muss, um extra zu punkten. Nach seiner Aussage muss er nämlich die Sekte vernichten. Außerdem hat Stefan noch einen missionsbedingten Schwur abgelegt, dass er exakt diese Schatztruhe hier durchsuchen muss, um zu punkten. Schafft er das nicht, verliert er einen Siegpunkt. Steffbert hingegen hat sich gegen einen Schwur entschieden und somit auch auf die Möglichkeit, zusätzliche Punkte zu generieren. Gespielt wird sechs Runden. Da ich im letzten Spielbericht stärker auf die Regeln eingegangen bin, werde ich mich hier jetzt etwas zurücknehmen und kann daher auch etwas mehr vom Spiel zeigen. Sollten neue Regeln kommen, werde ich natürlich versuchen, diese so gut es geht zu erklären. Wenn ihr also ein Verständnis für die Regeln des Spiels benötigt, dann schaut euch am besten einmal das vorherige Video an. Jetzt geht es hier aber los. In der ersten Runde ist nicht allzu viel passiert. Beide Spieler schoben ihre Truppen in Position, weshalb wir diese Runde überspringen können. Ach nee, da war ja doch was. Am Ende aktivierte ein Skelett. Wir würfeln für den da hinten. Das dürfte Angriff sein, der schießt. Schwerter sind für Shadow ist Angriff tatsächlich. Ja, du schießt auf dich. Okay. Du schießt auf mich und ich was auf dich. Was kann der? Der kann gelben Würfel, ne? Der hat jetzt auch noch hier den Aimshot. Das heißt, es dürften ein oder zwei grüne und zwei gelbe sein oder so. Also er ist auch jedenfalls auf nah ran. Das sind 7 Zoll oder sowas. Also auf 8 Zoll kriege ich zwei gelbe und einen grünen. Siehst du? Also zwei grüne, grün. Weil du den Aimshot durch Achso, und weißen muss ich natürlich auch hinterher würfeln. Kritsch. Das kann nicht sein. Also, ist eine 1. Zum Glück nicht. Ist eine 1. Ja. So, Also zwei Treffer. Und der junge Mann hat Piercing 1. Das ist schlecht, ist aber nicht so schlimm. Also einen deiner Rüstungsdinger. So, ich habe ja ein Token, deswegen einen gelben Verteidigungswürfel und ich habe eine gelbe Rüstung an. Ja, das ist schon mal schlecht. Da kommen dann auch gleich mal. Wie viele hast du jetzt gemacht? 2 habe ich gemacht. Dann ist er ein bisschen tot. Das war ja großartig. Stefan schickte einen seiner Soldaten zum unteren Schatz, um diesen zu durchsuchen. Leider war die Truhe versperrt, sodass er sie nicht sofort öffnen konnte. Steffberts Magierin lief Richtung Spielfeldmitte und feuerte mit einem Feuerball auf den Ralof von Stefan. Und das machte sie komplett ungehindert vom Skelett, welches nämlich durch ihre Bewegung aktivierte, aber seinen Pfeil ins Nichts schoss. So, ich gebe 2 Magiker aus, um dem Typen jetzt mal ein Fireball ins Gesicht zu haben. Er steht schon im Offenen, da kann ich mir doch mal einen mitgeben. Das ist das Traurige an der Geschichte. Weißt du was? Ich benutze auch gleich die Regel für Imperial Luck. Das heißt, ich treffe automatisch. Wait, what? Ja, das kann ich einmal im Spiel machen. Dann würfelst du den Weißen nicht, du würfelst alles andere. Okay. Aber der Weiße zeigt quasi automatisch eine 1 an. Schweinerei. Ich treffe automatisch, weil ich das Imperial Luck benutze. Die hat scheiß Ideen. Nein, die ist super. So, und jetzt hier Hodoken. Ja, leider natürlich kein Kopf mit dabei, sonst werde ich noch eine... Aber 3 Dinger? 3 Dinger. Dann kriege ich 2 Schaden.
Und brenne, und, ja? Er brennt, so wie Kai vorhin sagte. Stefans zweiter Soldat wollte zum zweiten Schatz, übersah aber das versteckte Skelett, das aktivierte und einen gezielten Schuss auf ihn abfeuerte, wodurch er verwundet wurde und nur noch einen Lebenspunkt übrig hatte. Aber zumindest der Schatz war Stefans. Na gut. Gut, dann durchsuche ich diese Schatztruhe. Alter! Sehr gut. Ja, du bist dran. Okay. Okay, auch diese Truhe war verschlossen. Steffberts Hatwa stürmte auf das Skelett am oberen Rand zu und pulverisierte dieses ohne Mühe. Stefan hingegen aktivierte ihr Sarah Thrice Pierce. Regeneriert ein Stamina und gibt gleich ein Stamina aus, um das Skelett anzugreifen. Boah. Das Skelett hat aber schon agiert, das heißt... Das ist korrekt. Meat Shield hat seine Aufgabe erfüllt. So, ich gehe da ran. Also das kommt weg. Die Frage ist, es ist immer noch versteckt. Siehst du es überhaupt? Ja. Ja? Dadurch, dass es geschossen hat, hat es sich offenbart. Ach stimmt, damit hat es sich, ja. Außerdem habe ich einen Charakter innerhalb von 6 Zoll. Sehr gut. Deswegen bin ich halt schon klar dranlaufen. Aber ich muss noch so einen weißen Würfel dazu schmeißen. Das ist richtig. Ja. Solltest du geschafft haben. Ich glaube, der verteidigt mit dem gelben. Ja, 3 ins Gesicht. Kommt 2 durch, das sollte sein Ende bereitet haben. Das ist sein Ende. Steffberts letzter Soldat ging an die Häuserfassade des mittleren Gebäudes und wartete dort ab, beziehungsweise er ging in den Ready-Status. Ralof stand durch den Angriff der Magierin in Flammen und verlor am Anfang seiner Aktivierung einen Lebenspunkt. Die Runde war durch und das letzte Skelett, das aktivieren konnte, versteckte sich hinter dem Karren am oberen Rand. In der Eventphase hatte Ralof die Möglichkeit, eine kostenfreie Bewegung auszuführen. Diese nutzte Stefan, um ihn in die Nähe von Isharald und seinen Soldaten zu schicken. Ein Skelett und der Draugre Overlord erschien auf dem Spielfeld. Wir sind meine Leute alle wieder aktiviert und haben Bock Scheiße, auf Gewalttaten. Scheiße. Und sie wird dich jetzt... mit der Macht des Mondes bestrafen. Die kommen jetzt nämlich angelaufen. Sieht diese ganze Versammlung schmuddeliger Schmuddelisten und macht Hadouken, indem sie dir einfach mal so eine Rune ins Gesicht wirft. Nämlich exakt dahin plotz. Mit viel Spaß. So, jetzt ist sie destructive. Das heißt, auch diese Rune ist böse destructive. Das heißt, ein grüner Würfel. Die hat vorher natürlich einen Stanima und einen Magika regeneriert. Ja, ja. Der Spell kostet 2 fröhliche Magika. Ich drehe den auch mal so hin. So, und jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Und das ist, ich denke mal, jetzt der spielentscheidende Wurf. Ja, das erstmal zu gucken, ob es klappt. Natürlich nicht. Das halt, doch, das ist eine 6. 6 minus 2 ist eine 4. Ich habe eine 4. Perfekt. Nein! Das kackt. So, sie ist ja, dann fertig. Bist du fertig. Das Besondere ist jetzt nämlich, dass wenn der liebe Stefan irgendeine Aktion in diesem Radius macht und sei es nur das Feuer ausklopfen oder sich freuen, dann macht diese böse Rune einmal kurz Boom. Und dann gibt das jede Menge toter Menschen. Stefan aktivierte seinen einzigen Soldaten, der nicht in dem oberen Pulk Gefahr läuft, die Rune zu zünden. Dieser Soldat lief nach links zum mittleren Haus und ging in Bereitschaft. Steffberts Hatwa ging nach oben und durchsuchte eine Schatztruhe. So, wir gucken mal, was hier so abgeht. Und das ist natürlich nicht verschlossen. Nein. Ich habe was ganz Tolles in dieser Kiste gefunden. Wahrscheinlich. Und zwar orkische Pfeile. Geil! Die kann ich gebrauchen. Ja, die stecke ich in den Rucksack. Nach dem Spiel haben wir übrigens herausgefunden, dass man die Möglichkeit hat, vor dem Spiel den Inhalt des Schatztruhen-Kartendecks vorzuselektieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass man nichts bekommen sollte, was einem nichts bringt, verringert wird. Naja, gut, dann beim nächsten Mal. Dann können wir jetzt nämlich mal deine komische Explosion da machen. Jupp, ja, du darfst ja vorher noch das Feuer ausklopfen oder sowas. Genau das mache ich auch. Ich aktiviere hier Lynyrd Skynyrd. Tatsächlich. Meine erste Aktion, ich klopfe das Feuer aus. Sehr gut. Musst du nicht mal. Ach nee, du machst 8, ne? Ja, ich mache 8. Gut. So, und jetzt explodier mal. Da macht jetzt Bumm. Wir fangen an mit dem Mann mit dem Säbel. Also hier dem Henchman oder was das ist. Natürlich. Der geht drauf. Der kriegt 2. Und Schock. Wow, er lebt noch. Scheiße, das ist kein gutes Zeichen. Der Held, der die Hand so fröhlich in die Höhe reckt. Kriegt 1. Ja, okay. Ja, oh nein. Und der eben noch gebrannt hat, oh nein, oh kriegt nein. Jetzt 4. Oh! Und das sollte ihn hoffentlich jetzt, damit das irgendwas gebracht hat, auch zerlegt haben. Ich muss jetzt warum kein ein Helm wäre doch mal nett gewesen? Mal ein roter Würfel dazu. Ja, ich glaube 3. Er ist tot.
Also auf null, aber er ist ein Held. Das macht nichts. Stimmt, er fällt jetzt erstmal, glaube ich, um oder sowas. Ja, nur wenn ich einen Endurance-Test mache. Schaffe. Genau. Ansonsten ist er sofort weg. Ja, dann gucken wir mal, ob du es nicht schaffst. So, wenn ich jetzt ein Ausrufezeichen mache, dann schüttelt er einfach den Schaden ab und hat noch einen Lebenspunkt. Nein, aber ich kacke ab und... Immerhin. Das immer gefällt mir hin. Ganz und gar nicht. Mir schon. Jetzt kannst du ja versuchen, die Truhe auch zu lockpicken oder sowas. Dann hast du wenigstens noch irgendeinen Gewinner. Nee, der Einzige, der das kann, den hast du gerade umgebracht. Ja, aber, ach, kann der das nicht? Nein, Mann! Was für ein Hutständer! Ja, dann hau doch mit Gewalt drauf rum. Was? Ich habe gerade noch andere Ideen. Wut entbrannt auf dich zulaufen. Das ist eine super Idee. Wie macht der das denn? 9 Zoll. Was? 6 plus 3. So ein Dreckeimer. Na, warte. Leider hat er keine Attacke mehr. Steffberts Soldat schlich zur Ecke des mittleren Hauses und ging in Bereitschaft. Eigentlich hätte er die Bereitschaft von Stefans Soldaten auslösen müssen, das haben sie dann aber wohl übersehen. Stefans anderer Sturmmantelsoldat machte aber etwas Ähnliches und marschierte zur Ecke des mittleren Hauses auf der oberen Seite. Er war in der Nähe der Magierin und ging dort in Bereitschaft. Die neutralen Gegner waren an der Reihe und ein Skelett und der Draugr Overlord aktivierten. Der Overlord griff Hadvar an. Aber ich treffe dich mit 3 Schadenspunkten. Ganz normal. Das ist schlimmer, also hätte schlimmer sein können. Korrekt. So, ich habe keinen Block-Token, das heißt, ich kann das Schild nicht benutzen. Was heißt, ich habe einfach jetzt nur meinen schwarzen Würfel. Was immer noch mächtig genug ist. Ah, geht so. Du kriegst einen Schadenspunkt. Die Eventphase hatte absolut keinen Effekt, außer dass ein weiterer Skelettbogenschütze und ein Draugr auf dem Spielfeld erschienen. Bewegt sich mein Henchmännchen? Das Hirschmännchen? Das Heckenmännchen? Das bewegt sich hier immer flotte, oh, ganz elegante 6 Zoll in den Rücken von der Magierin. Was? Außerdem hat mein Cheffe die Fähigkeit, The Strong Survive. Faction Followers within 3 inch of Yrarod reduce the stamina point cost of their power attacks by 1. That means I power attack you. Na dann. Und zwar wird der doppelt geboostet. Fieser Typ. Ich krieg einen grünen. Einen grünen, weil ich mit 2 Mann im Nahkampf bin. Ich krieg einen schwarzen für meine Waffe und einen gelben für den Stärkeboost. Nee, das wird ein überwiegend. Das sind 4 Schaden. 4 Schadenspunkte. Ja, ist mir egal. Ich habe eine gelbe Hose an. Ja, was auch die gelbe Hose des Supertodes. Ohne irgendwelche. Macht gar nichts, sie ist tot. Beziehungsweise sie ist nicht tot. Sie kriegt jetzt erstmal 4 Dinger ins Gesicht und jetzt mache ich den Endurance-Test. Ne? Endurance. Ich würfel einfach aus. Du hättest es geschafft. So, und ich meine, jetzt muss der andere Typ sie nur einmal treten und sie ist automatisch tot, also dementsprechend. Ja. Ich glaube, sie kann ja auch nicht aufstehen oder sowas. Die ist jetzt, die ist AFK. Steffberts Soldat griff den unteren Soldaten von Stefan an. Dieser war ready und durfte deshalb zuerst zuschlagen, was er allerdings vermasselte und durch Steffberts Kaiserlichen einen Lebenspunkt abgezwackt bekam. Ihr Sarah Thrice-Pierce aktivierte und, Held wie er war, trat er die auf dem Boden liegende Magierin tot. Ja, mit seiner zweiten Aktion rann er das Spielfeld nach unten, um den dortigen Soldaten im Nahkampf zu unterstützen. Hadvar, Held von Helgen, führte den Zweikampf mit dem Draugr Overlord weiter. Er verwundete diesen schwer, konnte ihn aber nicht erlegen. Stefans zweiter Soldat aktivierte. Ja, dann kommt jetzt dasselbe Spiel wie vorhin bei ihm. Also ich werde durch meinen Chef, der da ist, kriege ich ein weniger. Das heißt, ich booste zweimal und hau einmal zu. Ich benutze einen weißen. Ich brauche immer einen weißen Würfel. Ich benutze mein Schild. Ich mache einen kritischen Treffer. Igitt. Dann gibt es einen schwarzen dazu. Oh. Und ich mache so ein komisches Zeichen. Ich weiß nicht, ob das was kann. Block-Token ist weg. Ja, aber trotzdem ist der junge Mann tot. Am Ende waren wieder die neutralen Gegner dran. 2 Skelettbogenschützen aktivierten. Einer davon nahm Stefans unteren Soldaten aufs Korn. Der trifft kritisch, aber es gibt keinen Crit. Nee, der nicht. Das heißt, 2 Schadens und so ein Fisi. Hat der Piercing 1 durch den Helm? Super. 2 Schaden? Ja. Kacke. Der scheint das zu können, was meine nicht können. Ja, gut, ich habe einen abgewehrt, aber durch Piercing, das heißt, er kriegt 2 Schadenspunkte. Das heißt, der ist auf 3. Der ist tot. Der ist tot? Wunderschön.
Sehr gut. Nein, nicht gut. In der Eventphase erschien eine Schatztruhe, die Stefan platzieren konnte. Außerdem kamen zwei weitere Draugre aufs Feld, wodurch nun alle verfügbaren Gegner die Spielfläche bevölkerten. Steffbert startete die fünfte Runde und Hartwar knüppelte auf dem Overlord herum. Da er und sein Feind aber offenbar beide keine Lust mehr hatten, schlugen sie daneben. Stefans Soldat lief zur neu erschienenen Schatztruhe und öffnete sie. Und dieses Mal war sie nicht verschlossen. Er bekam eine Schatzkarte und erhielt zwei Siegespunkte. Am Ende stand es 19:0 für die Sturmmäntel. In der sechsten Runde wurde der Sack eindeutig zugemacht, also noch eindeutiger als vorher. Ihr Sarah Thrice-Pierce stapfte auf den Sarg in Steffberts Aufstellungszone zu und durchsuchte ihn, was Stefan einen weiteren Siegpunkt einbrachte und Steffbert somit drei verwehrte. Ja, und somit endete das Spiel 10:0 für Stefan und die Sturmmäntel. Sehr, sehr eindeutig. Aber das war es noch nicht mit unserer Road to Elder Scrolls Call to Arms, denn in der nächsten Ausgabe spielen wir den kooperativen Delph Mode. Dafür steigen unsere Helden gemeinsam hinab in einen Dungeon, um einen Schatz zu bergen und das Beast zu erledigen. Ob sie es schaffen und vor allem, ob sie gut kooperieren, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und es hat euch bisher zumindest gut gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen netten Kommentar dafür da. Dankeschön. Ich habe gemerkt, dass ich in dieser Folge sehr seriös meine Moderation hier gemacht habe, also für meine Verhältnisse. Und deswegen mache ich den hier, um ein bisschen witziger und jünger zu erscheinen. Ach, wenn es überhaupt noch irgendjemand guckt, ja, und ihr habt mehr Bock auf Tabletop, guck mal, hier sind meine ganzen Social-Media-Kanäle, unter anderem der YouTube-Kanal, wo ihr euch alle Folgen von Dice anschauen könnt, unter anderem auch diese Folge, die ist ab nächsten Dienstag dann dort vertreten. Und dann könnt ihr dann 144 Folgen Dice schauen, das sind sehr viele Stunden Tabletop-Material und natürlich noch alle anderen Videos, die nicht in der Sendung sind oder ausgekoppelt wurden. Also im Endeffekt habt ihr die Möglichkeit, euch monatelang durch diesen Kanal zu forsten und nur fantastische Videos zu schauen. Da gibt's nur Gutes, kann ich versprechen, solltet ihr auf jeden Fall raufschauen. Gerne ein Abo geben, gerne auch weiterempfehlen, wenn euch der ganze Kram gefällt und lasst gerne ein paar Kommentare da. Solltet ihr Lust haben, Dice zu unterstützen, wäre wie gesagt das Abo ganz cool. Sonst gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Dice Merchandise für ein paar Taler zu erwerben und bei den Merchandise habe ich darauf geachtet, dass sie zumindest für viele Sachen irgendeinen spielerischen Zweck haben. Ja, bei den meisten auf jeden Fall. Und solltet ihr der Meinung sein, einige der Sachen, die ihr in dieser Folge gesehen habt, interessieren euch und wollt ihr euch irgendwie besorgen, schaut mal in der Videobeschreibung. Dort gibt es ein paar Affiliate-Links. Ich habe versucht, alle möglichen Produkte damit irgendwie zu verlinken. Der Vorteil ist, ihr unterstützt Dice damit, müsst aber keinen Cent dazu bezahlen. Genug der Werbung. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn nicht, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Aber seid nett zueinander und seid auch nett zu mir. Sonst gibt es Krav Maga für alle. Und ich geht in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.